Zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.
fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr uns schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen, siehe, hier ist da, der mich errät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Meine Frau, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen